Da ist bestimmt irgendwo der Herr Müller. Wieso ist der Kühlschrank jetzt offen? Reiß dich zusammen. Du hast ihn wahrscheinlich aus Versehen offen gelassen. Die Kühlschranktür. Ich hab sie bestimmt zugemacht. Die... Oh, leisch. Wo kam denn das jetzt her? Jetzt geht auch noch das Licht aus. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Du musst an der Tür ziehen, Mensch. Das ist typisch wieder. Mann. Wow, ich hab grad ein bisschen gepennt wieder. Zack. Dann bleibt die noch ganz cool stehen, ey. Bam. Wenn das nicht gezwiebelt hat, dann weiß er aber auch nicht. Stirb doch oder irgendwas. Oder. Oh, da ist der zweite. Oder ist das immer der erste? Nee, ich verstehe das gerade irgendwie nicht so ganz. Da ist zwei, einer, oder ich verstehe jetzt gerade. Doch, zwei. Sag ich doch. Erstmal schön den Stuhl in die Fresse geworfen. Oh, ich habe mich verdrückt. Zack. Wie viel Geräusche macht. Der Lampe. Junge, wie die abgeht. Komm, ich bin bereit. Was soll ich drücken? Oh, haut der mir in die Fresse. Das gibt's doch nicht. Und noch auf den Tisch drauf. Jawoll. Komm. Boah. Jetzt kannst du wieder neu Dusche gehen. Super. Das ist noch einer, ey. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ein bisschen durcheinander und auch gleichzeitig ein bisschen geschockt. Ja, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung, ich werde mal wieder in eigener Sache wieder ein bisschen Werbung gerade in dieser kurzen Ladenfrequenz machen. Geht auf Facebook, geht auf Twitter und postet ein bisschen mit. So, jetzt haben wir Mittwoch. Und wir haben lauter Reporter vorm Haus stehen, die mir natürlich lauter Fragen stellen wollen, warum ich mein Kind verloren habe. Das ist natürlich nicht so toll. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Was bedeutet das? Eine Art Geschichte? Also Geschichten kenne ich nur Hänsel und Gretel. Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt.
Ich habe keine Ahnung von Origami. Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. Das nennst du Haus? Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Diese Hinterhöfe sehen bei den Amis ja immer sowas von geil aus, finde ich. Okay, hier der Hinterhof, der sieht ein bisschen assi aus. Aber es gibt natürlich auch schönere. Ja, wie komme ich denn hier raus, ohne jetzt vorne rumzugehen? Mein Gott, jetzt mach nicht so, als wäre der Zaun wunderweiß hoch gewesen. Echt. Du Babo. Ich bin der Origami-Killer. Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Der Brief könnte etwas mit Shauns Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Was im Radio, das ist das Wichtigste. Der vergisst das Radio anzuschalten. Hör mal. Tickt's noch? Oh, oh. Tickt's noch oder was? Was ist mit dem Radio? Das ist das A und O. Mein Mann. Jetzt fängt das schon wieder an. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Er hat wohl so ein bisschen Probleme mit Gedränge, seitdem sein erster Sohn gestorben ist. Keine Zeit verlieren. Ich muss wissen, was im Schließfach ist. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Oh nee, jetzt muss ich wieder rumwackeln an dem Ding. Komm, 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 komm. Ich wackel jetzt mal einfach hin und her wie so ein... Glück habe ich die Rollladen überall runter gemacht, sonst denken die nachher noch, ich hätte hier irgendeinen Anfall. Ja, ich habe mich verdrückt. Hoppala, bei lauter Rumgewackel verdrücke ich mich total. Fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Komm, 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 komm. Und noch wackele. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab noch gewackelt und ich hab noch gedrückt. Warum machst du das denn nicht? Oh, okay. Neuer Versuch. Ich weiß nicht, worauf ich das noch machen soll. Wenn mir morgen die Arme wehtun, dann weiß ich warum. Ich hab aber jetzt alles gemacht, was die wollten. R1. Ich weiß nicht, L1. Und hoch und runter wackeln. Und das mache ich doch gerade wie ein Irrer. Schon wieder abgebrochen. Du bist doch ein Arsch. Du bist doch ein blöder Arsch. Jetzt muss ich hier wieder rumwackeln, Mensch. Was soll denn das? Sag mal, willst du mich verarschen? Komm, kipp um und stirb. Du gehst mir auf die Eier, ey. Kipp um und stirb. Mir scheißegal, ey. Gleich drücke ich nämlich gar nichts. Und dann ist auch gut. Ich mach das nämlich genau das, was er von mir will. Ich kann nicht mehr machen als schütteln. Und ich weiß, wie man schüttelt. Ich bitte euch. Das gibt's doch nicht. Hör mal, und ich schüttel auch schnell genug, ja? Noch letzter Versuch. Sonst mache ich gar nichts mehr. Das gibt's nicht, ey.
gehe ich mal ein Stück zurück vom Schreibtisch, bevor ich noch alles hier runterreiße jetzt. Weil jetzt hausch richtig rein, jetzt hausch richtig rein, jetzt hausch richtig rein, jetzt hausch richtig rein, jetzt hausch richtig rein. Verdammt nochmal, ey. Fängst du an zu schwitzen? Jason! Dad! Jason! Jason, komm zurück! Jason! Dad! Jason! 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 Jason, dein Papa ist hier! Das ist nicht lustig. Das macht mich wahnsinnig! Jason! Dad! Jason! Reihe 18, Fach Nummer 3. Da werden bestimmt keine Schuhe drin sein. Jason! Dim, 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 dim. Was hat denn jetzt? So, dann gucken wir uns mal den Schuhkarton an. Denke ich mir jetzt mal. Und er wird dann mal überlegen, was da drin ist. Mal gucken. Guck mal, was überleg mal. Was könnte das sein? Und?
Sehr geil. Aber wie cool er da sitzt, mit der Waffe so, total egal, nimmt man so, wow, oder fuck, oder oh mein Gott. Nein, das ist eine Waffe. Joes Werkstatt. Okay. Was haben wir hier? Eine Speicherkarte und ein Handy. Dann tun wir die Speicherkarte rein, machen an und... Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Das finde ich ein bisschen billig gemacht. Ganz wenig billig gemacht, weil die Tonqualität hat gar nicht gepasst. Gut, dann fangen wir mit der ersten an. So ganz bisschen billig war die Tonqualität von dem Handy, war erstens A zu gut, B, man hat gar nicht die Mimik des Jungen gesehen und mir ist so kalt. Also ich weiß, da war, hätte ein bisschen Emotionen haben da gefehlt. Der Kleine hätte schreien müssen und das war einfach nur Dad, mir ist so kalt. Weißt du, das war total uninteressant. Find ich jetzt. Was ist denn eure Meinung? Also ich fand gerade, das war ein bisschen billig. Er ruhig ein bisschen brüllen könne und... Vater, wo bist du, du Vater? Finde ich jetzt so, ne?